Wenn man das ganz Große nicht haben kann, dann lernt man das Kleine umso mehr zu schätzen. Ist ja oft so im Leben. Und ganz besonders war das für uns so in den letzten 12 Monaten in einer Pandemiezeit, wo ja große Reisen oder Expeditionen nicht möglich waren. Was haben wir aber für ein Glück, dass wir unser kleines Paradies, die Sächsische Schweiz, hier direkt vor der Haustür stehen haben. Auch hier sind ja Abenteuer möglich und die haben wir umso mehr schätzen gelernt, die Großen wie die Kleinen. Draußen schmeckt's am besten, das war schon immer so. Und das wissen auch die 5 kleinen Abenteurer, mit denen wir im Frühsommer durch die Elbsandsteine gezogen sind. Lili und ihre Freundin Lili Marie. Dazu Alphons, Arthur und Sascha. Alle 5 kommen sie aus einer kleinen Dorfgemeinschaft nördlich von Dresden. Und sie freuen sich wie Bolle, dass sie nach wochenlangem Homeschooling endlich mal wieder rauskommen. Raus ins Grüne, raus an die frische Luft. Am Rechner, dann verblöden wir irgendwann. Aber lernen kann man auch nicht den ganzen Tag. Und draußen macht das halt, ist man so abgelenkt sozusagen. Das ist halt mal was anderes, als immer in seinen 4 Wänden zu sitzen. Und weil man hier draußen im Gebirge eben nicht nur gemütlich picknicken, sondern auf einer Wanderung auch allerlei nützliche Dinge lernen kann, wird's umso spannender für die Viertklässler. Soweit ich weiß, war ich eigentlich noch nie so richtig mit einer Landkarte unterwegs. Nee, wir waren meistens mit einem Navi oder so unterwegs. Oder wir wussten, wo wir lang gehen. Höchste Zeit, den Horizont mal zu erweitern. Für den Fall, dass der Akku vom Handy mal schlapp macht zum Beispiel. Oder? Wanderwege? Was siehst du? Berge. Guckt euch mal die Karte an und zeigt genau den Punkt, wo wir sind. Hier drüben ist also eine Schlucht. Hier, die Berge meine ich. Das ist Feld. Wie heißt denn der Ort, wo wir sind? Poschdorf. Gut. Wir sind hier. Ja. Du möchtest jetzt zu Fuß nach Königstein. In welche Richtung läufst du? Natürlich in die. Zeig's mir mal bitte in der Luft. Wenn du es so nimmst. Nach da. Gut. Also wir sind in Poschdorf. Du möchtest auch nach Königstein. Wo läufst du hin? Zeig's mir mal. Naja, eigentlich nach da. So, guck du mal. Wir sind hier. Du bist nach Königstein. Wo läufst du jetzt hin nach Königstein? Einfach. Da lang. Irre, oder? Je nachdem, wie man die Karte hält, ist man das Königstein woanders. Das ist nicht richtig. Wo ist es wirklich? Was muss man machen? Man muss den Kompass nehmen und dann gucken, wo Norden ist. Und dann, ja. Genau, damit man das Bild von der Landschaft an die Landschaft anpasst. So, jetzt halte ich das, wie ich will. Und wir müssen es anpassen an die Landschaft. Und dazu müssen wir die Karte einnorden. Hat das jemand von euch schon mal gemacht? Nein. Wo geht die Sonne heute Abend unter? Da. Gut. Da Norden. Also. Ich verstehe es nicht. Im Norden geht die Sonne auf, im Osten geht sie unter. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Ja, dann doch nicht von dort nach dort. Von Westen nach Osten ist dort. Von Osten nach Westen? Ja, meine ich ja. Aber Lilly hat gezeigt, von da nach da. Hä? Ja, du hast mit dem Arm darüber und nach da. Aber wir haben es ja jetzt gelöst, ne? Mhm. So. Hier unten. Die engelsgeduldige Ilka Sohr weiß natürlich genau, dass das mit dem Sonnenstand nicht überall auf der Welt gleich funktioniert. Vor allem nicht in Ilkas zweiter Heimat in Südamerika. Es ist jetzt schon ein gutes Jahr her, dass wir gemeinsam mit Ilka und mit ihrer besseren Hälfte, Thorsten, auf unserer Biwak-Expedition Bolivien durchquert haben. Unterwegs auf dem größten Salzsee der Erde, auf dem Salar de Uyuni, wo die Sonne ihren Mittagslauf natürlich über den Norden nimmt, so wie überall auf der Südhalbkugel unserer Erde. Es war eine der beeindruckendsten Filmreisen, die wir jemals erlebt haben. Nicht nur wegen der atemberaubenden Landschaften, sondern vor allem auch wegen unserer Begleiter. Saukalt noch, oder?
Die beiden gebürtigen Chemnitzer verbringen den Winter seit 15 Jahren schon regelmäßig in Bolivien. Den Aufstieg zu den mehr als 5000 Meter hohen Schottervulkanen im Hochland haben sie eher uns zuliebe mit angetreten, weil sie ja wissen, dass wir mit Biwak immer gern hoch hinaus wollen. Und gelohnt hat sich das allein schon für die großartigen Panoramaausblicke. Sieht aus, als hätten wir's. Todeszone. Nein, Quatsch. Frühstücksplatz. Frühstücksplatz. Ja, kein. Wie weit kann man hier gucken? Das sind doch 100, 150 Kilometer? Ja. Mindestens, oder? Wahnsinn. Oh. Die eigentliche Zweitheimat der beiden Sachsen aber liegt 5000 Meter tiefer im bolivianischen Tiefland, mitten im Dschungel am Rio Beni, auf den sie uns damals auch mitgenommen haben. Grüne Hölle werden die Oberläufe des Amazonas auch gern genannt. Und hätten wir Ilka und Thorsten auf unseren neugierigen Streifzügen durchs immergrüne Dickicht nicht dabei gehabt, wir hätten wahrscheinlich als reichlich überforderte Kringos aus dem unberechenbaren Regenwald mit all seinen Überraschungen niemals wieder heil herausgefunden. Ja, leg dich mal ins Wasser, du hast alles voll Westen. Ja, ob jetzt. Wir haben gelernt, wie man sich am besten vor wilden Wespen schützt. Dass Ilka eigentlich nur auf den Spitznamen Ikea hört und dass der Thorsten einfach der Torte ist. Und wir wissen inzwischen auch, woher man im Dschungel sein Abendessen bekommt, wenn die Rucksäcke mal leer sind. Im letzten Winter aber, da waren alle Grenzen dicht. Nix mit Reisen, nix mit Dschungel. Bürostadt Bolivien also, in diesem verflixten Corona-Jahr. Ikea hat richtig gelitten. Schlimm. Das war, glaube ich, mit das Schlimmste überhaupt. Also das war Januar, Februar, weil ich auch nicht aufgeben wollte. Ich habe immer noch gedacht, oh, vielleicht wenigstens einen Monat. War unleidlich, ich glaube auch oft sehr ungerecht, weil du bist früh aufgewacht und hast, du gehörst gar nicht hierher. Du willst ja gar nicht sein, was machst denn du heute? Ich meine, klar gibt es ja immer was zu tun, aber es war alles so sinnlos. Und natürlich im Hinterkopf immer noch die Angst, dass nicht mehr alles da ist, wenn man hinkommt. Weil du hast gemerkt, Kohle für Telefon war nicht mehr da, damit rissen dann auch Kontakte ab. Die haben ja kein Festnetz zu Hause, sondern das Handy ist die Verbindung in die Welt. Wenn die kein Geld haben für die SIM-Karte, dann gibt es auch keinen Kontakt zu denen. Und irgendwie hast du das Gefühl, bei allem, was du gemacht hast, dass immer wieder jeder Moment dir unter die Nase reibt, du wärst jetzt eigentlich in Bolivien. Also da war ich, das waren für mich mit die schlimmsten zwei Monate, Januar, Februar. Besten das dort mal den Stehen hin. Nun ist es ja aber zum Glück nicht so, dass es in der sächsischen Heimat nichts zu tun gäbe. Ihr zweites neues Zuhause haben die beiden Chemnitzer nämlich seit 12 Jahren mitten im Elbsandsteingebirge. Rechtselbisch, oberhalb von Bad Schandau, im beschaulichen Porschdorf, haben sie einen alten Dreiseitenhof gefunden und gekauft. Das Haupthaus, erbaut schon im Jahr 1838, über viele Generationen hinweg bewirtschaftet von der alteingesessenen Bauernfamilie Hentsche. In den späten DDR-Zeiten umfunktioniert zu einem FDGB-Ferienheim und entsprechend sanierungsbedürftig. Jahr für Jahr und Schritt für Schritt, so wie es der Geldbeutel eben gerade hergibt, werden die alten Gemäuer aufgemöbelt, wird das neue Basislager immer gemütlicher. Wenn wir zwei unseren Lebensabend mal vielleicht doch nicht in Bolivien verbringen, weil uns das mit den Insekten dann doch zu viel wird, was ich zwar nicht glaube, könnte aber sein, dann haben wir ja hier immer noch später mal so einen Platz, wo ich sage, das ist es, ne? Man wird ja auch nicht jünger. Aber erfahrener. Ey, pass auf, dass dann immer so ein Boot auf dem Kopf fliegt, schon mal passiert. Langsam. Na, heb mal hoch und zieh mal. Und jetzt streng dich doch mal an, Mensch. Ja! Halt! Ach, eine Splitter. Jetzt geht's. Warte hin noch ein Stück. Die 8 schweren Hartschalen-Kajaks sind natürlich keine Anschaffung für den Vorruhestand. Torte und Ikea betreiben in dem alten Bauerngehöft ein kleines Touristikunternehmen mit vielfältigen und vor allem nachhaltigen Erlebnisangeboten. Sie wollen ihre Erfahrungen gern weitergeben.
Das Reisen war, sag ich mal, nach der Wende primär dieses Draußensein, unterwegs sein. Und das war ja noch eine Zeit, als es keine E-Mails gab, kein Telefon, wo du wirklich noch alles selber machen musstest. Und da sind wir so durch die Welt gezogen. In Asien, in Südamerika und immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Natürlich, wenn du reist, brauchst du auch immer irgendwie einen Euro dazu. Und da kam das so langsam, dass man überlegt hat, na, wenn du selber vielleicht irgendwie schöne Erlebnisse hast, dann kannst du doch vielleicht auch das hier oder im Ausland jemanden anders vermitteln und vielleicht über die Schiene irgendwie auch noch den Euro verdienen, den es halt auch braucht, um erstmal irgendwo wegzukommen. Ja, und so war das eigentlich nie der Lebensplan, letztendlich hier dann mal so einen Hof zu haben oder eine eigene Firma zu haben, aber es hat sich einfach so entwickelt. Am liebsten und am häufigsten sind die beiden in der Natur mit Kindern unterwegs. Klassenfahrten oder erlebnispädagogische Wochen waren zwar in den letzten Monaten nicht möglich, aber diesen 5-3-Käse-Hochs aus dem erweiterten Freundeskreis kann man ja auch vor der Saison schon mal beibringen, wo es draußen lang geht und welche Möglichkeiten es gibt, sich auf der Welt zurechtzufinden. Mit Lilly, Sascha, Arthur, Alphons und Lilly Marie ist das eine einfache Übung. Es gab aber auch schon Wandergruppen, bei denen IKEA aus dem ungläubigen Staunen gar nicht herausgekommen ist. Dass die Naturferne tatsächlich bei den wirklichen Großstadtkindern, es kommt natürlich immer noch auf den sozialen Hintergrund an, so gravierend ist, dass man manchmal nicht weiß, ob das wirklich ernst gemeint ist jetzt. Hast du dafür Beispiele? Eine schwirrende Fliege kann da eine Massenpanik auslösen. Eine Schwalbe wird als Fledermaus verkannt. Und wenn man dann sagt, nee, es ist eine Schwalbe, sind alle Vögel Schwalben, egal wie groß und wohin. Und vor allen Dingen, also erschreckender ist, dass man jetzt eine Schwalbe nicht unbedingt kennt, das ist kein Problem, aber erschreckend ist, dass Natur per se erstmal gefährlich und eklig ist. Und das ist für uns schrecklich. Wenn eine Schulklasse oder Kinder, die aus dem ländlichen Raum kommen, die sind oft eher zu begeistern noch als eine Schulklasse, die aus Berlin, aus der Stadt kommt. Aber letztendlich mit dem ganzen Thema draußen zu Hause und draußen sein, es ist egal, was es ist, am dritten Tag hast du es immer. Weil das so interessant ist und einfach auch so neu ist und sowas anderes ist und du kannst sie dafür begeistern. Hier ist ein kleines Loch, da kann man gut mit dem Daumen rein, kann sich gut halten, antreten, dann hat man hier schon den Querriss. Und dann geht es hier hoch. Und ihr folgt einfach immer diesen Spuren und dann habt ihr es gleich geschafft. Spätestens hier am Fels wird die Wanderung zur abenteuerlichen Herausforderung. Torte? Ist drin? Kann ich hoch? Na komm. Ich mach dann nach dem Langkommen. Mal raus aus der Komfortzone, ein bisschen Adrenalin spüren, Ängste überwinden, Selbstvertrauen tanken. All das geht ganz wunderbar beim Schnupperklettern. Und, was sagst du? Gut. Gut gemacht. Ja. Du warst Rechtshänder, ne? Ja. So, jetzt von unten hier durch. Die Schlaufe oben drüber. So. Perfekt. Und das Kleine hängst du wieder in dein hier unten ein. Das ist ja schon auf. Zack. Zuschrauben. Weißt du noch, wie weit? Also einmal komplett und dann nochmal ein halbes zurück. Genau, bis es nicht mehr weitergeht. Und jetzt gehst du zurück, bis das erste Mal straff wird. Und jetzt geht's los, Sascha. Beine auseinander und richtig doll ziehen. Das geht ganz straff, das soll so sein. Ja, du musst dann natürlich auch die Faust locker lassen, ne? Sonst geht das nicht. Lass die Faust locker und ganz in Ruhe. Ganz gleichmäßig. Deine rechte Hand wird Richtung Oberschenkel breitbeinig bleiben. Und ziehen, ziehen, ziehen. Saschas Ängste sind schnell gewichen. Mit Vertrauen zum Sicherungsmann wird aus der Mutprobe ein luftiges Vergnügen. Aufrecht stehen, Druck auf die Fußballen. Das machst du sehr gut, aber mach es in Ruhe und achte immer darauf, dass das Sicherungsseil zwischen deinen Armen bleibt. Halt richtig Druck auf die ganze Fußsohle. Jawohl, sehr gut. Ja, aufrecht hinstellen, kleine Schritte, langsam. Lilly, das tun sich viele von den Großknappen nicht getrauen, was du gerade machst. Das ist richtig gut. Das macht echt viel Spaß. Spätestens nach diesem kleinen Abenteuer sind die Kids Feuer und Flamme für ihre beiden Sandsteinguides.
Ja, die waren auf jeden Fall sehr fetzig. Tote und die Kehr. Noch nie gehört, dass jemand so heißt. Ja. Also, hier hinten können wir noch ein bisschen einstellen, den Helm. Der muss gerade auf dem Kopf sitzen, so. Und so fest, dass beim Luftgitarre spielen keine blutige Nasenwurzel entsteht. Die größte Herausforderung des Wandertages wartet jetzt. Torte und Ikea wollen mit den Kindern und mit uns in eine Höhle. Wir gehen bloß dahin, wo ich durchpasse, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich im Loch stecke. Ihr müsst 3 Wochen warten, bis ich abgehungert bin, damit ihr mich dann durchschieben könnt. Wir machen nur Sachen, die wir schaffen. Ja. Gibt es jemanden, dem ein bisschen mulmig ist? Ein bisschen. Ein bisschen? Dann ist das gut, wenn ihr das einfach sagt. Na? Das ist nicht schlimm. Es gibt Wichtigeres im Leben als durch eine Höhle krabbeln. Aber es gibt wenig Abenteuerischeres wie durch die Höhle krabbeln. Jawohl, sehr schön. So. Da ist dein Job. Denk dran, dass ihr dem Hintermann helfen sollt. Jawohl, sehr gut. Und jetzt hochstemmen. Das ist schon ein anderes Kaliber, als mal aufrecht durch eine Tropfsteinhöhle zu wandern. Sehr gut gemacht. Nach zur Seite wegdreht. Teamwork ist gefragt, auch bei uns. Kamera und Ton müssen ja auch mit auf die Entdeckungsreise ins finstere Reich der Fledermäuse. Und dann hängen die da oben an der Decke. Und wenn ihr jetzt mal hier hochguckt, seht ihr, dass welche da sind? Die sind so klein. So, guckt mal da. Und seht ihr, die ist ein bisschen geöffnet. Neben der Fledermaus gibt es noch was. Eine Spinne. Sascha. Eine Spinne? Gibt es hier auch Schlangen? Boah, ist die fett. Das sind spezielle Höhlenspinnen. Das ist noch eine. Die stehen unter Naturschutz. Tatsächlich, die Höhlenspinnen. Die sind hier in den Löchern drin. Aha. Brust nach links, Rücken nach rechts. Oh, ist das spannend hier. Ich finde das sowas echt, ich mag sowas extrem. Boah, sind wir hier eng aneinander. Aber so, ich mag sowas, weil es so spannend ist. Umkuscheln. Und weil man Erfahrungen sammelt. Ach du Heilige, guck mal nach unten. Die Höhlen sind ja früher schon genutzt worden, aber nicht für Sport. Sondern es ging darum, sich in den Höhlen zu verstecken. Und zum letzten Mal sind die Höhlen als richtige Verstecke auf Leben und Tod am Ende des Zweiten Weltkriegs benutzt worden. Also 1945 im Februar, März. Ganz am Ende des Krieges hat Hitler doch sogar Kinder in den Krieg geschickt. Ne? Jungs, die als Kinder mit 12 schon an die Front mussten. Und wenn sie nicht gegangen sind, sind sie erschossen worden. Und da haben Mütter aus Bad Schandau und den Dörfern hier sich mit ihren Söhnen, mit ihren Kindern wirklich in diesen Höhlen versteckt. Da leben noch welche, die das damals mitgemacht haben. Da gibt es ganz verrückte Geschichten. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben jetzt Mai. Es ist kalt, die Finger sind kalt. Und die haben sich im Februar, März hier versteckt, durften kein Feuer anmachen, weil das riecht man ja sofort draußen. Und wenn sie jemand gefunden hätte, wären sie nicht nur bestraft, die wären tatsächlich erschossen worden, weil das wie Fahnenflucht war. Also die Höhlen haben eine Geschichte, die nicht immer bloß mit Abenteuer war. Ja, ich bin da. Sehr gut, sehr gut. Stehen, hocken, gucken, absteigen. Eine gute Stunde lang schubbern wir uns gemeinsam durch die Finsternis zurück ans Tageslicht. Gut gemacht. Willkommen. Nicht nur die Mutprobe bestanden, sondern auch gelernt, dass man so ein Abenteuer am besten als gutes Team besteht. Bei Kindern und Jugendlichen ist es so ein, also zeigen, was sie alles können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sie sehen, was sie drauf haben, mutig sind, sich trauen, Neues auszuprobieren. Wissenvermittlung, Naturverständnis
und so, ein, naja, so eine soziale Fähigkeit. Gemeinsam geht es einfach leichter. Als das große gemeinsame Abenteuer für die kleinen Gäste vorm Zähneputzen noch am romantischen Lagerfeuer ausklingt, wollen und müssen wir nochmal über Bolivien reden. Über das medizinische Hilfsprojekt am Rio Kikibe im Urwald des Madidi-Nationalparks. Wir durften das ja vor einem Jahr mit unserer Biwak-Expedition begleiten. Mancher wird sich vielleicht erinnern. Seit vielen Jahren finanzieren Torte und IKEA einen Bootskonvoi mit einem Ärzteteam und mit Medikamenten, um die medizinische Grundversorgung der Ureinwohner in den entlegensten Winkeln Amazoniens sicherzustellen. Dort also, wo keine staatliche Gesundheits- oder Hilfsorganisation jemals hinkommt. Eine Herzensangelegenheit für die sächsischen Wahlbolivianer und für uns seinerzeit eine der eindrucksvollsten Reisen, die wir in 30 Jahren Biwak unternommen haben. Jetzt hat IKEA Fotos aus Bolivien bekommen, mit der Nachricht, dass es auch in diesem Jahr einen Medizinkonvoi gegeben hat. Dank der rührigen Partner in Südamerika und auch dank der Hilfsbereitschaft in der Heimat nach den Biwak-Sendungen im letzten Sommer. Wir haben unheimlich viel Resonanz gekriegt und am ersten sind natürlich die Geschichten, wenn dich die 85-jährige Oma anruft und sagt, ich möchte gerne was geben, meine Enkel haben schon alles, was muss ich denn machen, wie kann ich es machen, wenn man bei der Arbeit in der Vorderhöhle sitzt, in der Einführungsrunde macht im Fernlager und dann unterbrochen wird, ihr seid doch die von Biwak, tolle Arbeit. Oder halt Freunde, die Kinder, die haben Kirschen verkauft aufgrund von den Bildern, die sie da in der Sendung gesehen hat. Und am Konto hat man es auch gemerkt. Und da wir viele andere Sachen wie Vorträge ja nicht machen konnten, wo wir feste Einnahmen haben, sonst fürs Hilfsprojekt, war das ein Grund dafür, dass wir die Touren finanzieren konnten. Einfach weil so viele Leute Biwak geguckt haben. Also wir haben letztes Jahr 5,5 Monate arbeiten dürfen, dieses Jahr noch gar nicht. Und sind da natürlich schon manchmal ganz schön verbittert, weil es gerade ganz viel auffrisst an Altersvorsorge und vielleicht auch an weiteren Reisen. Aber ich glaube, wir zwei können das ganz gut einordnen. Also weil wir ja auch ständig und fast täglich den Bezug haben zu unseren Leuten. Freunden sind es ja inzwischen auch geworden, die da in Bolivien leben und die das alles noch, da jammern wir hier immer noch auf hohem Niveau, obwohl wir so lange zuhören und obwohl es uns an den Kragen geht finanzieller Sicht. Aber so ganz im Kopf in den Sand stecken, ne, es funktioniert mit uns, ne. Das sind wir einfach, glaube ich, zu positiv letztendlich und denken da voraus. Und wir sind jetzt mal, also ich wissen viele, wir arbeiten in Dresden auf einer Baustelle und kloppen Fliesen ab und tun Keller ausbuddeln gerade, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Da denke ich schon, dass wir das hinkriegen. Und ja, wir freuen uns auf viel Betrieb hier und auf vor allen Dingen vielleicht auch viele Kinder, was ja so unsere Hauptarbeit ist, Fernlager, Klassenfahrten, Projekttage. Ja, dass wir endlich wieder das machen können, was wir am liebsten machen und dass wir vor allen Dingen bald auch wieder in die weite Welt können. Das wäre großartig. So ein bisschen geht's schon morgen mit Biwak in die große Bergwelt. Denn wir wollen uns den berühmten 14-8000ern widmen. Dass die in Nepal oder im Karakorum stehen, das weiß jedes Kind. Wer schon etwas länger bei Biwak dabei ist, der weiß aber auch, dass man nicht unbedingt ins Flugzeug steigen und um die halbe Welt fliegen muss, um diese Berge zu sehen oder gar zu besteigen. Klären wir alles morgen auf, gemeinsam mit zwei erfolgreichen Dresdner Höhenbergsteigern. Ziehen Sie sich ruhig ein bisschen wärmer an und machen Sie es wie wir. Freuen Sie sich drauf.